Heute geht es um den DWS Top Dividende. Die Eckdaten seht ihr jetzt hier. Und das ist einer der größten Fonds aus Deutschland. Ich glaube sogar der größte Aktienfonds aus Deutschland und in Deutschland. Und deswegen glaube ich, dass den wohl einige auch im Depot drin haben. Von daher ist die Frage berechtigt, ist er jetzt gut? Ist er jetzt nur mittelmäßig oder ist er vielleicht sogar schlecht? Wir werden das heute feststellen und ich kann euch sagen, ich habe auch ein paar ganz spannende alternativen Fonds gefunden zu ihm, die euch sicherlich überraschen werden. Also ich kannte den einen oder anderen tatsächlich noch nicht. Von daher bleibt mal besser dran und investiert in Wissen. Mein Name ist Thomas Beutler, ich bin unabhängiger Honorarberater, ganz wichtig. Und der Kanal ist dazu da, euch bestmöglich aufzuklären. Von daher abonniert doch mal, würde mich schon freuen. Und jetzt steigen wir mal ein ins Thema. Übrigens, Isabel Schnabel, die ist ja EZB-Direktoriumsmitglied, ist auch einer der Anlegerinnen in dem Fonds. Konnte man hier nachlesen, aber das ist natürlich noch kein Grund für euch, den Fonds jetzt toll zu finden. Gehen wir doch mal die Daten vom DWS Top Dividende einfach mal so Schritt für Schritt durch. Ich nutze jetzt hier mal das Tool von der Stiftung Warentest, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sich den anzuschauen. Wir gehen auf die prägnanten Punkte mal ein. Zum Beispiel, ein prägnanter Punkt ist immer die Kostenquote. Ne? Da sind wir bei 1,45% beim DWS Top Dividende. Das ist natürlich viel höher als so mancher ETF. Und erklärt auch, dass der, obwohl er noch gar nicht so alt ist, also 2003 wurde der aufgelegt, schon jetzt über 20 Milliarden Vorvolumen hat. Denn in diesen Kosten von 1,45% steckt auch eine Bestandsprovision für die Vermittler, ja, und das macht auch die Vertriebspower aus. Also der DWS Top Dividende wird ja von der Deutschen Bank vertrieben, aber auch von DVAG, ja, und da ist ja richtig Verkaufsdruck dabei. Das heißt, ja, deswegen ist der auch etwas teurer. Die Bestandsprovision ist hier mit drin und am Ende sorgt auch das dafür, dass der vom Volumen her eben schnell wächst. Und mittlerweile über 20 Milliarden ist natürlich ein riesiges Volumen. Die Rendite hier auf die letzten 5 Jahre beträgt 4,6%. Und ansonsten ist er ausschüttend. Wir schauen uns mal noch später die Ausschüttungsrendite an. Aber am Ende muss er sich ja auch immer mit beispielsweise seinem Vergleichsindex messen. Und das ist in dem Fall, da ist ein Fonds, der Aktienfonds, der weltweit streut, ist immer der MSCI World die Benchmark. Ne? Und wenn wir hier mal schauen, in blau der DWS Top Dividende und schwarz der MSCI World, hat das auch eine ganze Zeit lang ganz gut funktioniert. Da war der DWS Top Dividende ja sogar immer ein Tick über dem MSCI World. Das ist bestimmt auch dann ja in jedem Verkaufsgespräch immer wieder erwähnt worden, wie toll der doch performt. Am Ende ist der Verlauf schon ziemlich ähnlich, aber hier immer noch recht positiv. Aber hier passiert etwas, er koppelt sich ein wenig ab. Ja, der MSCI World geht hier in Führung und hier sogar relativ stark in Führung. Was war da denn los? Da schauen wir gleich mal genauer hin, was hier passiert ist. Denn jetzt ist ganz klar, Stand heute und rückblickend auf die gesamte Laufzeit hier, ist der MSCI World wieder ganz klar vorne. Und dementsprechend hätten sich diese höheren Kosten von 1,45% in diesem Zeitraum schon mal definitiv nicht gelohnt. So, das hier ist noch eine ganz schöne Ansicht und hier sehen wir auch was, was Besonderes, denn hier sind verschiedene Markteinbrüche der letzten Jahre abgezeichnet. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, was da jeweils passiert war, aber es waren eben entsprechende relativ stärkere Korrekturen, die es immer mal wieder gibt. Und wir sehen jetzt halt hier, in schwarz ist es immer der MSCI World und blau der DWS Top Dividende. Eins ist schon mal klar, DWS Top Dividende geht immer mit nach unten, das ist aber auch logisch. Aber hier, das war jetzt im September 2015, dann haben wir hier auch nochmal jetzt im Frühjahr 2016 gab es klare Einbrüche an den Märkten, immerhin hier fast 10%, und das konnte der DWS Top Dividende recht gut abfangen. Der ist da nie so stark gefallen, aber in der nächsten, sagen wir mal, Krise, Turbulenz, das war jetzt hier so 2017, 2018, da verliert der DWS Top Dividende aber deutlich mehr, nämlich immerhin 9,7%, während der MSCI World nur knapp 5% verliert. Also deutlich schlechter performt er hier in dem Bereich. Hier ist es wieder so, wie es sich wahrscheinlich auch jeder dann wünscht, also jeder Anleger vom DWS Top Dividende. In der Krisenzeit verliert er eben weniger als der MSCI World. Hier auch nochmal ganz klar.
Aber hier ist entscheidend, das war ja jetzt, sagen wir mal, eine der jüngeren Krisen, da ist auch ganz klar, was da war, Corona, ja, und da haben alle Aktien, Fonds, Aktien generell ja erstmal ganz stark verloren, aber auch der DWS Top Dividende kann sich da nicht besonders rühmen, ist mit 17% im Minus. Gut, MSCI World war noch schlechter mit 19,7%, der Einbruch, der schnelle Einbruch. Aber wir wissen ja alle jetzt, dass der MSCI World, die Aktienmärkte generell, sich relativ zügig wieder erholt haben. Und das sehen wir hier auch. Der MSCI World zieht ganz stark wieder nach oben und ist relativ schnell wieder da, wo er vorher war. Und was macht der DWS Top Dividende? Der verliert sogar noch mehr. Ja, und das ist ein ganz klarer Managementfehler, würde ich sagen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Da wurde irgendwie wahrscheinlich gedacht, ja komm, die täuschen sich alle, wir wissen es besser, ne? wir sind schlauer als der Markt, wir sichern weiter ab, wir investieren nicht. Das ist ja das, was das Aktive ja immer ausmacht, hier irgendwo auch reagieren zu können. Ob es immer gut ist, ist die Frage. Hier war es definitiv schlecht. Ne? Also der Fonds war hier irgendwo noch in der Absicherung drin und hat überhaupt gar keine, konnte sich hier gar nicht miterholen. Erst dann haben die offenbar gemerkt, oh, geht doch weiter die Show an den Aktienmärkten. Wir müssen wieder investieren. Und dann hat er sich hier auch deutlich zeitversetzt erholt. Hier die jüngsten Turbulenzen. Auch da muss man sagen, ja gut, er hat einen Tick besser abgeschnitten als der MSCI World, aber nicht so überragend. Und ich würde mal sagen, die jüngsten Jahre, wo man gesehen hat, der MSCI World liegt wieder in Führung, liegen vor allen Dingen daran, dass man hier einfach zu zögerlich war, zu ängstlich war. Hier haben wir dann die Zusammensetzung im DWS Top Dividende. Man sieht doch schon hier, 90% Aktienquote heißt, knapp 10% eben nicht Aktienquote. Und zwar liegen die hier mit gut knapp 3% im Rohstoffbereich, wahrscheinlich Gold. Und dann eben so 7% Geldmarktkasse. Da ist eben dann Kassenhaltung. Ja. Und dann sagt man eben, ja, wir warten nochmal ab und kaufen vielleicht hier und da zu. Kann gut gehen oder auch mal nicht. Hier haben wir die größten Positionen in dem Fonds selber drin. Und die Aufteilung, würde ich mal sagen, mit 38% USA, das ist erwartbar. Deutschland ist recht hochgewichtet. Ansonsten Kanada eben auch. Etwas ungewöhnlich vielleicht, aber grundsätzlich, das ist die Struktur. Die Branchen sind so aufgeteilt: Gesundheit, dann Energie, Finanzen, Grundstoffe, Konsumgüter, Versorger und so weiter und so weiter. Natürlich überwiegend im US-Dollar. Und jetzt wollen wir nochmal schauen, ja, wie haben denn vielleicht wie sehen vielleicht vergleichbare Fonds aus? Ja, wer kann es jetzt vergleichbar mit dem DWS Top Dividende aufnehmen? Zum Beispiel der hier. Das ist der VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders. Wie immer ein ziemlich sperriger Name aus dem ETF-Bereich. Aber es ist ein Fonds, der weltweit streut in dividendenstarke Unternehmen. Bei den Ausschüttungen sehen wir hier auch 4,84% Ausschüttungsrendite. Das ist ja was, was einem Dividendenanleger grundsätzlich wichtig ist, weil das bekommt er ja auch dann raus aufs Konto, ja, so als Ausschüttung. Können wir auch mal gleich schauen, wie das beim DWS Top Dividende aussieht. Der schüttet immer im November aus und zuletzt waren das 4 Euro. Wie viel Prozent Dividendenrendite ist das jetzt? Da schnappen wir uns einen Taschenrechner und geben einfach mal ein, 4 Euro geteilt durch den aktuellen Preis, also das ist der Preis ohne Ausgabeaufschlag, den wir hier sehen, 136,78. Wer den mit Ausgabeaufschlag kauft, der muss davon das jetzt berechnen, aber ich glaube, den Ausgabeaufschlag zu umgehen, das kriegen die meisten hin. Also nochmal, 4 Euro geteilt durch den aktuell offiziellen Preis von 136,78 entspricht einer Rendite von 2,9%. Somit kann man sagen, wäre der Fonds, den ich Ihnen eben gezeigt habe, hier den VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders, hätte eine höhere Ausschüttungsrendite. Das alleine ist aber noch kein Kriterium, um zu sagen, dass er besser oder schlechter ist. Aber ich zeige euch noch einen weiteren Fonds, der mir gut gefällt. Ja, und da sind wir beim Vanguard FTSE All World High Dividend Yield. Auch der ist absolut klasse. 0,29% ist ja noch günstiger. Was schüttet der aus? Auch immerhin 3,85%, also auch nochmal einen Ticken mehr wie der DWS Top Dividende mit seinen 2,9%. Aber auch hier müssen wir mal abwarten, wie die Rendite aussieht, inklusive der Kursentwicklung, weil am Ende, ne, also eine hohe Ausschüttung und schlechter Kurs bringt es ja auch nicht. Also beides muss irgendwie gut sein. Das heißt, am Ende werden wir die Fonds
mal alle praktisch in der Komplett-Performance gegeneinander vergleichen. Aber einen weiteren Fonds gibt es noch. Ja, und da ist der nächste Fonds aus dem Bereich, wo ich sagen würde, der kann sich schon vergleichen. Obwohl, naja gut, kleine Einschränkung, er investiert nur in die USA oder überwiegend in die USA. Siemens, Qualität und Dividende. Also mal ein schöner, knapper Name. Und sagt auch alles aus. Die schauen da ein bisschen auf fundamentale Kennzahlen und auf Dividend und auf die Dividendenausschüttung. Ist mit 83 Millionen jetzt nicht üppig groß, aber ausreichend groß, würde ich sagen. Der kostet auch nur 0,7%. Ist, wie gesagt, ein ganz normaler Fonds. Investiert in, also nicht kein ETF, sondern ist irgendwo gemanagt. Zumindest mal leicht gemanagt. Er ist relativ hoch investiert. Und wie sieht's aus mit der Ausschüttung? Die ist auch nicht so üppig mit 1,07%. Naja, das ist gar nicht mal so viel. Aber wie ich ja schon sagte, das täuscht. Ja, wir müssen ja immer beides sehen. Wir müssen Kursentwicklung und Ausschüttung sehen. Beides zusammen wird in die Performance übertragen. Und das ist eigentlich das, was zählt. Also was nutzt mir eine hohe Dividende, wenn der Kurs sich nicht gut entwickelt? Und deswegen ist jetzt mal Zeit, auf diese Performance von diesen und noch ein paar anderen Fonds zu schauen, die allesamt irgendwo vergleichbar sind mit dem DWS Top Dividende. So, und das ist auch schon die Übersicht von 5 Jahren Fonds, die aus meiner Sicht vergleichbar sind mit dem DWS Top Dividende. Da wären Siemens Qualität und Dividende. Da ist BL Equities Dividend, auch ein aktiver Fonds in Dividende. Da haben wir den Vanguard. Dann haben wir den Spider Global Dividend Aristocrat. Da haben wir den VanEck, den Xtrackers Stocks Global Select Dividend 100 und den DWS Top Dividende. Also ich habe jetzt mal insgesamt 7 verschiedene Fonds genommen, die alle den Zielmarkt weltweit streuend und Dividende. Kleine Ausnahme ist der Siemens Qualität und Dividende, der überwiegend USA drin hat. Und wir sehen schon im 5-Jahres-Bereich, wer da am Ende die Nase vorn hat, und zwar relativ deutlich, deswegen habe ich den auch mit reingenommen, das ist der Siemens Qualität und Dividende Fonds. Der ist da ganz klar vorne. Obwohl er jetzt von der Ausschüttungshöhe nicht vergleichbar hoch ausschüttet, aber die Gesamtperformance, also Ausschüttung und Kursentwicklung, ganz klar auf Seiten des Siemens Qualität und Dividende. Platz 2 in der 5-Jahres-Betrachtung ist der VanEck, den hatten wir uns ja auch schon angesehen. Und Platz 3, das ist der BL Equities Dividend. Platz 4 ist dann der Vanguard, FTSE All World High Dividend. Und dann kommen eben die weiteren, das ist der Xtrackers Stocks Select Dividend 100. Dann haben wir noch den Spider. Und da muss man echt sagen, da ist der DWS Top Dividende, nee, da ist er. DWS Top Dividende 1, 2, 3, 4, 5. Platz ist er da. Und von daher würde ich mal sagen, in der Spitzenposition ist er nicht. Er ist aber auch nicht jetzt deutlich schlechter. Also noch einer der besseren aktiven Dividendenfonds. Aber eine Sache müssen wir uns auch noch anschauen, die ist auch ganz wichtig. Und das ist die Schwankung, die Volatilität. Ja, und das sehen wir in dieser Übersicht. Ich habe hier nochmal die einzelnen Fonds drin. Wir haben hier die Performance von 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre. Und entscheidend ist jetzt mal hier die Volatilität, also die Schwankungsintensität in 5 Jahren. Und da sehen wir jetzt 15,78% beim Siemens, 16,13% bei VanEck. Und jetzt sehen wir das Aktive vielleicht hier beim BL Equities nur 11%. Und beim DWS Top Dividende nur 11,6%. Also man muss schon sagen, das ist rund 5% weniger Schwankungsbreite in dem Zeitraum. Und das ist eben auch irgendwo ein Qualitätskriterium. Ja, das kann man ihm zugute halten. Das heißt, zwar nicht ganz top, was die Performance angeht, dafür ein Tick besser, was die Volatilität angeht, sodass man hier nochmal ein wenig ab und zu geben kann. Am Ende muss jeder selbst wissen, was einem wichtiger ist, Performance oder macht es die 5% Schwankung am Ende für euch aus? Das ist die große Frage. Aber ich glaube, man hat einen ganz guten Überblick jetzt über diesen Dividendenfondsmarkt, ETF und eben nicht ETF. Am Ende war es jetzt hier tatsächlich ein aktiver Fonds, der auf 5 Jahre am besten gelaufen ist. Allerdings ein aktiver Fonds, der wirklich sehr günstig ist mit 0,7% und vielleicht auch gar nicht so sehr aktiv ist, was die Anlagestrategie angeht. Ansonsten habe ich euch noch 2 passive Fonds gezeigt aus dem Bereich. Ja, und eben den DWS Top Dividende. Also jeder, der den halt im Bestand schon hat, der kann zumindest sagen, ja okay, also so schlecht ist er ja vielleicht gar nicht.
Das war der DWS Top Dividende im Vergleich mit anderen vergleichbaren Fonds. Ich hoffe, es war für euch interessant und spannend. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob das für euch hilfreich war, was vielleicht für euch gefehlt hat, welche andere Wertpapiere vielleicht für euch mal interessant wären, dass ich mir die mal anschaue. Bin ich total interessiert dran, dass ihr mir da mal sagt, was euch interessiert. Schreibt es in die Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar definitiv ein. Ja, und für heute würde ich sagen, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal und bis bald.